Vor dem Wochenende scheint uns der Markt nochmal ein kleines Geschenk zu geben. Naja, was heißt Geschenk? Wir wirken ja alle als äh, Ta Marktteilnehmer tapfer mit, nämlich äh, bei der Bewegung nach oben. Der DAX, ihr seht das hier, hat nun endlich das Hoch vom 5. Mai, wann war es? Ja, 5. Mai, durchstoßen und damit zumindest mal diesen äh, Abwärtszyklus hier, dieser Hochs äh, durchstoßen. Und das ist zumindest mal ein ganz gutes Zeichen und eröffnet Türen nach weiter oben. Wollen wir aber mal das kürzerfristige Bild, das andere gucken wir uns am Wochenende in Ruhe an, zu was das führt, mit was wir Zwischenbewegungen wir hier rechnen müssen. Schauen wir mal auf den DAX jetzt hier aktuell. Ihr seht das hier beim Index oder noch schöner beim Future. Ganz klare Aufwärtsbewegung. Es gibt überhaupt nichts zu maulen. Jetzt die Shortseite einzugehen. Naja, ich weiß nicht, so richtig deutlich ist das nicht. Aber vorsichtig, diese Aufwärtsbewegung wird nicht unendlich so gehen. Und damit meine ich nicht, dass das große Bullenrennen schon vorbei ist. Nein, möglicherweise beginnt das erst. Aber. Ihr solltet damit rechnen, dass auch innerhalb dieser Aufwärtsbewegung, wo auch immer, zwischendurch mal größere oder eben kleinere Pausen entstehen. Und es sieht ja schon so aus, als ob wir dieses Mittelstück, das sieht ja schon so halbwegs aus, als ob das mal ein größeres Päuschen wieder bräuchte. Und bei größerer Pause rechne ich mit irgendwie sowas in der Richtung. Das muss jetzt nicht exakt diese Größe sein, aber nur, dass wir so ungefähr wissen, wovon wir reden. Also. Vielleicht vor dem Wochenende nochmal ein paar Gewinnmitnahmen. Ja gut, der DAX müsste sich schon fast beeilen, denn der schließt ja schon bald wieder. Aber nichtsdestotrotz mh, sollten wir damit rechnen, dass entweder noch vor dem Wochenende oder dann nach dem Wochenende irgendwann mal ein Päuschen angestoßen wird. Aber ich rede tatsächlich von einem Päuschen, also eher von sowas in dieser Größenordnung. Vielleicht aber auch in diesem Maße dann etwas, was dann ein bisschen tiefer noch geht. Wir erinnern uns, dass wir auch Rücksätze einer größeren Bewegung noch hier durchaus erlauben können, also auch das wäre denkbar, wobei ich sagen muss, aufgrund dieser Struktur würde ich eigentlich eher erwarten, dass es noch erst noch mal ein bisschen weiter danach hochgeht, bevor es anschließend dann in diese Kiste dann eben noch mal runtergeht. Also, das ist noch nicht mal so richtig mein großer Plan aktuell, aber Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende, das ist etwas, was insbesondere diejenigen, die den amerikanischen Markt im Auge haben, vielleicht noch mal interessiert, wer jetzt heute Nachmittag oder in den Abendstunden noch aktiv sein will. Und sich Gedanken macht, Mensch, kann ich noch, soll ich noch? Das Grundprinzip ist das Gleiche. Wir hatten seit dem Tief hier am 24. Mai, damit wir es nochmal einordnen können, das ist dieses Tief hier. Sind wir bisher einmal hoch, eine große Pause. Dann hatten wir so ein bisschen Kleinkram hier. Und jetzt bräuchten wir vielleicht nochmal so eine Pause und danach wäre die nächste große wieder dran. Also die grobe Überlegung, die Logik ist ungefähr die gleiche. Also rechne damit, dass wir. In dieser Aufwärtsbewegung vielleicht noch vor dem Wochenende mal in eine Pause schicken, der Kurs doch mal runterkommt. Also, das soll jetzt kein Unkenrufen sein, sondern das ist innerhalb eines Bullenmarktes und im Moment sieht das, was wir hier auf Tagesbasis sehen, was wir hier sehen, ja danach aus. Ich war gar nicht so glücklich mit den vielen Überschneidungen hier. Es gab allerdings auch keinen Short-Anlass. Also, wer äh, hier die Long-Seite entweder hier schon eröffnet hatte aufgrund dieser wackeligen Abwärtsbewegung, super. Es gab also keine Short-Anlässe. Und wir sehen, dass wir immerhin hinten raus doch zwischen diesen Korrekturen immerhin wieder einen Abstand gewonnen haben. Das ist ja immer etwas, was ich ganz gerne mag, wenn es zwischen diesen Anstiegen, Anstiegen eine gewisse Pause eben gibt, damit wir überlappungsfrei sind. Das wäre übrigens auch mit dieser Korrektur, wenn die auf diese Größe hier, dann wäre das hier und das wieder überlappungsfrei, wäre nach wie vor ein bullisches Zeichen. Insofern alles erstmal nicht schlimm. Rechnet also damit, dass wir in diesem Bullenmarkt irgendwann mal eine Gegenbewegung bekommen. Mich würde es nicht mehr wundern, wenn es vor dem Wochenende ist. Jetzt aber schon pauschal short zu gehen, ah vor dem Wochenende, ich gehe schon mal short, das würde ich nicht unbedingt empfehlen, denn diese Aufwärtsbewegung, die wir hier haben, ist einfach noch zu dynamisch. Wo ist da hier die, die Abwärtsüberlegung? Ihr seht hier Zack Gegenbewegung noch mal, also Ähnlich große Gegenbewegungen überlappungsfrei. Das ist ein gutes Zeichen. Das hier ist eher korrektiv. Hier jetzt so irgendwie 1, 2, 3, 4, 5. Aber es wäre mal wieder sowas dran und das wäre so die Überlegung, ob nicht vielleicht noch in den nächsten Stunden. Oder bis in den Abend rein, dann irgendwann mal so eine Abwärtsbewegung kommt. Aufpassen, am schönsten wäre es, wenn es überlappungsfrei in dieser gleichen Größe ist. Also diese Korrektur hatten wir. Und wenn wir hier wieder eine Korrektur kriegen, dann sollte die natürlich idealerweise nicht mehr hier durchgehen. Merkt euch mal das hoch hier beim SP 500 vom 27.11.55 Uhr, also von heute Vormittag bzw. Mittag. Das idealerweise nicht mehr zu brechen. Alles, was dann hier korrektiv ist, wäre vielleicht sogar noch vor dem Wochenende, aber vielleicht dann auch erst nach dem Wochenende, vielleicht eine ganz gute Long-Idee. Also, ich möchte euch nicht auf die Short-Seite konditionieren. Was ich aber möchte, ist, dass ihr zumindest mal jetzt nicht sagt, nö, kann nicht mehr fallen, ist völlig unmöglich. Es wäre zumindest mal auch innerhalb dieser Aufwärtsbewegung, ich mache das nochmal groß, hier der Nasdaq 100. Dass wir hier innerhalb dieser Aufwärtsbewegung nach dieser Pause, dieser Pause, dieses hier, vielleicht hier intern, naja, müssen wir mal gucken, mal wieder eine etwas größere Pause. Habt ihr vielleicht dieses Ausmaß vor Augen? Also, dass wir irgendwie sowas bekommen, das sollte euch nicht wundern. Vielleicht ist auch diese Marke nochmal interessant als Unterstützung. Die liegt ungefähr bei 12.250 beim Nasdaq 100. Das wären alles so typische Geschichten. Also, nicht ganz übermütig werden, insbesondere vor dem Wochenende, mit eventuell Gewinnmitnahmen rechnen. Jetzt nicht in Panik schon mal auf die Short-Seite wechseln, solange der Markt steigt. Bleibt ja auf der Long-Seite. Ja, wann gehe ich denn jetzt Short? Hm, Short wäre für mich zum Beispiel, wenn wir im 5-Minuten-Chart irgendwie was haben, was Schub runter ist und dann anschließend wackelig nach oben. Dann würde ich sagen, Mensch, das kriegen wir doch noch mal und ach, dann können wir dann gucken, welcher Größe der vorangegangenen Korrektur das dann entsprechend aussehe. Das hängt ein bisschen davon ab, wie lange der erste Teil ist, wie hoch diese Korrektur ist. Aber dann hat man so ein bisschen eine Idee, was man handeln kann. Solange nicht steil abwärts getradet wird, bleibt ihr auf der Long-Seite. Ja, also im Gegenteil, dann kann man eher sich nochmal auf die Long-Seite dann setzen. Wenn es nur wackelig runterkommt, dann ist ja sowieso vorläufig zumindest mal die Long-Seite die etwas bessere Richtung und dementsprechend äh, mein Favorit, was die Richtung zumindest mal angeht. Also ihr seht das hier so ein bisschen, das ist doch relativ wackelig. Ihr seht das, äh, naja, hier im Kleinen auch so ein bisschen immer, wenn es so A, B, C, hier hatten wir es 1, 2, 3, 4, 5, dann gibt es heute die größere Korrektur, hier wieder 1, 2, 3, 4, 5. Deshalb jetzt eine etwas größere Korrektur. Alla, das hier fände ich nicht so schlimm und wäre jetzt auch kein Sakreleg auf dem Bullenmarkt. Nur wenn der Markt natürlich jetzt kilometer steil runterfällt, dann müsste man bei Wackerlich natürlich auch mit etwas Größerem rechnen. Das sehe ich im Moment noch nicht. Verhindern weiß ich, also ob das ganz sicher nicht passiert, das kann ich nicht sagen. Aber ihr wisst jetzt, naja, wenn alles noch im Bullenmarkt bleibt, dann habt ihr ja Stoppgrößen, die ihr daran auch orientieren könnt. Ihr könnt sagen, okay, was hatten wir an kleinen Rücksetzer? Kleine Rücksetzer, na, das war noch die falsche Taste. Das war zum Beispiel dieser hier. Und dann seht ihr, der, das ist ungefähr das Gleiche. Wenn ich diesen hier messe, auf diese nächste Größe, dann wüsste ich, ah, okay, ein Rücksetzer, der ungefähr dieses hier repräsentiert, der dürfte auch hier locker bis dahin gehen, darf natürlich auch ein bisschen mehr sein. Also ähnlich groß, ihr seht. Die sind ähnlich groß. Das wäre ähnlich groß, diese kleinen hier sind wieder ähnlich groß. Also immer so paarweise, das passt ganz gut und dann die Chance nach oben zu gehen. Vielleicht im Laufe des späten Abends nochmal, wenn dann der Mut wieder zurückkehrt oder aber vielleicht dann auch erst am Montag. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie lang diese Strecke jetzt wird. So, ich hoffe, dass euch das weniger verwirrt, als dass es euch hilft für eure Überlegungen. Es ist aber ganz normale Charttechnik, so wie wir hier auch immer wieder uns angucken. Wenn ihr also sagt, ich folge diesen Videos sowieso regelmäßig, dann wird, werdet ihr zumindest bei der Hälfte, was ich euch gerade gesagt habe, schon kopfnicken dagesessen haben. Ja, ich weiß, was er meint. Und dann gucken wir mal, ob es dann auch so rausgeht. So oder so wünsche ich euch das Händchen nochmal auf der richtigen Seite mit dabei zu sein, das vielleicht ein bisschen noch zu nutzen. Ansonsten ein schönes, ein erholsames Wochenende. Und nächste Woche geht es natürlich weiter am Wochenende oder vielleicht auch erst am Montag, aber dann mit dem Wochenupdate und natürlich nach wie vor mit den kürzeren. Liebe Grüße und bis dann. Ciao, ciao.